20 bodigte Pfadi Croatia Banka Zagreb. Eine weitere große Mannschaft der Europäischen Handballgilde war bezwungen. Oh, wart, ist der neue? Ja, was ist los? Wow, ist sie wirklich ganz neue? Ist es so eine Kongressraum oder was? Was ist das? Erkennst du es nicht mehr? Nein, kenne ich nicht mehr. Wirklich. Pfadi Barcelona. Die spektakulären Zuspiele des Jevon Kang fanden auch gegen Barca ihren Abnehmer. Meine Seite ist diese Eulachhalle ist meine Heimhalle und ja, ich bin ein bisschen Schock. Wirklich. Packend dann die Schlussphase. Matchwinner, einmal mehr Jevon Kang, es erbte Gio Cho. Die Eulachhalle erlebte eine weitere Sternstunde. Die Sensation war perfekt. Pfadi bezwang den haushohen Favoriten mit 29-26. Kiel auch hier gespielt. Kiel. Ja? Deutsche Bundesliga. Wir haben geschlagen hier. Wir haben hier sehr viele Training gemacht. So, solche Sachen. Attack, Attack. So, das ist koreanischer Style. Das hast du hier in die Schweiz gebracht? Ja. Aber war das auch schon bei, du warst ja zuerst bei GC. Ja. Hast du das dort schon hineingebracht? Ja, ich war 3 Jahre in GC und 2-mal gerade Meister geworden. Und dann, ich hätte in Barcelona gehen, weil es Barcelona erst mir angeboten hat. Aber ich habe überlegen, was soll ich machen, wenn ich in Spanien gehen, ist neue Sprachen lernen und neue Kollegen kennenlernen, das ist schwierig. Dann habe ich überlegen, dann später hat er mir angerufen, da alles ein Angebot gemacht und okay, ich komme, fertig. Die Pfadder waren in den beiden Finalspielen gegen den ZMC Anicizia schlicht eine Klasse für sich. Wir haben 2 Jahre miteinander nie einmal verloren. Ich glaube, 56 Spiele haben wir nie einmal verloren. Das ist ein Rekord in der Schweiz, Meisterschaftsrekord. Ja, wirklich? Ja, du musst schauen. Ja, du musst schauen mal. Du bist ja auch noch sehr hoch in der Torschützenliste. Ja. Nummer 2. Ja. Immer noch? Ja, immer noch. Ich weiß nicht. Ja? Aha.